Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Schnubbis Playground zu Let's Play Lego der Hobbit. Folge 19 müsste das jetzt sein. Okay, eine zweite Axtklasse sind wir nicht da. Die kann ich nicht bekämpfen, deswegen gehe ich mal hoch. Mir ein bisschen Rüstung da oder so, die ich anziehen kann, vielleicht sogar. Natürlich nicht. Kann ich mich hier verbrüdern? Okay, das geht aber auch nicht. Doof auf den Kopf hier. Kann der buddeln? Nö. Bam, Pickelpo. Jetzt müssen die Elben aber auch langsam mal merken, dass sie hier Freunde sind. Wenn wir immer gewartet haben, bis die Elben Soldaten tot sind, aber immerhin haben wir also abgewehrt. Tschüss. Fili mit dem Bogen. Okay, das war's dann auch mit Freunden. Oder sind das der Elbenkrieger und keine Orkkrieger? Hier gibt's man wohl nichts. Kann man wohl nichts mitmachen. Oh, sorry. Hallo? Hä? Kann man nicht hier nochmal reingehen? Nee. Muss doch irgendwie diesen Schalter aktivieren können. Ich habe jetzt keine magischen Fähigkeiten, also kann ich das Ding hier nicht kaputt zaubern. Hä?
Hab ich hier oben noch was übersehen? Hier brauche ich jemanden, der graben kann. Das kann ich ja nicht. Upsala. Vielleicht ein Combo? Ne. Da komme ich aber auch nicht hoch. Warte mal, hier war doch eben was. B. Ah, jetzt geht's plötzlich. Die haben auch schon mal besser gezielt. Au, voll in den Arsch. Ach, das war ein Spine. Ja, genau. Diese vergiftete Pfeil bei Krillin. Oder wie der heißt. Stimmt ja. Geh halt weg. Kann man nicht gegenhauen. Das Problem ist, sobald da einer auf dem Kopf steckt, kann man ja auch nicht mehr steuern. Das heißt, ich kann die ganzen Münzen hier auch nicht einsammeln. Da müsste man wieder Koop spielen, denke ich mal. Aber eine Brücke muss ich noch. Oder bewegen wir uns die ganze Zeit im Kreis? Weil ich mache irgendwie nur Linkskurven, glaube ich. Kläre. Baumfeld! Genau, der Baum fällt und plötzlich springt man da einfach so drüber. Wie geil ist das denn? Geil. What? Tschu, 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 tschu. Na komm doch, hey, ihr Sau. Schweine, alle zusammen und so weiter. Die schon vor Angst schreien und weglaufen. Die großen bösen Orks.
Aber Nachteil hat es schon, wenn man die ganze Zeit so rumwirbelt, das ist es halt schwerer zu kontrollieren, finde ich. Ach Mist, da waren noch Sonnenblumen. Egal. Au! Piu-piu-piu-piu-piu! Scheiße, wo wollte ich eigentlich den Bienenkorb machen? War bestimmt wieder so ein Bonus-Ding für ein Minikit. Dauerfeuer, was? Gut, dass man keine Munition hat. Ja, hätte ich 5 davon machen müssen. Egal, eh zu spät. Und ein noch. Oh, die Lego-Liebe. Was? Ein Liebestein? Das Gift ist in seinem Blut. Und bald erstickt er daran. Oh mein Gott! Ich muss ihn retten. Tauriel, das ist nicht unser Kampf. Es ist unser Kampf. Wann ließen wir zu, dass das Böse stärker wird als wir? Ha, grinst. Auch nice. Tauriel fragt ihn, wann ließen wir zu, dass das Böse stärker wird? Und der, ihm fällt nichts anderes ein, als zu grinsen und einen Ork an die Wand zu packen. Einen Baum. Fehlt ein bisschen was an Stein. Ich glaube, das nächste Level schneiden wir noch kurz an, bevor die Folge vorbei ist. Das war ja zumindest das Intro dazu. Om nom nom. In so einem Fluss, beziehungsweise. Ja, ist auch. Ja, ist ja ein Fluss. Ein Hai finden ist auch nicht schlecht. Verzeihung, aber ihr seid wohl aus der Seestadt. Dieser Kahn, den ihr da habt, der wäre nicht zufälligerweise zu mieten? Verstecktes Geld unter Bart. Wir brauchen Essen, Vorräte, Waffen. Könnt ihr uns helfen? Ihr braucht die Erlaubnis des Bürgermeisters, um in die Seestadt zu kommen. Ich wette, in die Stadt kommt man irgendwie auch ungesehen. Ja, aber dafür bräuchtet ihr einen Schmuggler. Und dem bezahlen wir das Doppelte. Yay, Boot fahren, Boot fahren. Wie so ein Besoffener. Jetzt haben die aber gar nicht gezeigt, wo sich die Zwerge da eigentlich gerade verstecken. So, aber bevor ich das Mauttor passiere... Mach wieder einen Break. Nächste Folge geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann und bye bye.